Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Wir haben in der letzten Folge die Mission der amerikanische Gefangene gespielt und da ging es um Thomas Paine, der hier hinter mir sitzt. Deshalb befinden wir uns noch mitten im Sperrgebiet, welches wir jetzt erstmal verlassen werden, in der Hoffnung, dass nicht schon wieder neue Extremisten dazugekommen sind. Ansonsten müsste der Weg hier eigentlich frei sein. Wir machen den Weg frei. Was war das? Raiffeisenbank oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne nur den Werbespruch. Ich weiß aber nicht mehr, zu wem er gehört. Volksbank? Raiffeisenbank? Ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht. So, da sind wir. Und dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Hier befinden wir uns und wir haben tausend Symbole noch ringsherum. Wir können hunderttausend Dinge machen. Hier ist eine Kokarde zum Beispiel. Die könnten wir schon mal suchen. Und dann hier die Truhe. Vielleicht hier haben wir Gesellschaftsclub-Missionen. Oh, hier Schwierigkeit 5, 5 und 5. Ja, das natürlich. Das macht Spaß. Okay, wir holen uns erstmal die Kokarde, wenn es denn geht. Und wenn die nicht mal wieder im Untergrund irgendwo ist. Aber das sieht mir nicht danach aus. Das sieht mir eher oberirdisch aus. Da oben ist sie doch schon. Ich muss irgendwie auf diesen Baum da hoch. Sollte kein Problem sein. Sprach sie und kam nicht weiter. Arno. Oh, dieser Kerl macht mich echt. Der macht mich manchmal wirklich fertig. Und ich glaube, das macht der mit purer Absicht. Alter! Würdest du dich jetzt bitte endlich umdrehen? Danke! Ey, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Willst du mich total verarschen? Jetzt schwing deinen Hintern auf den Baum, Mann. Andere Richtung. Jawohl. Danke sehr. Ist doch echt nicht zu fassen. So, und bevor wir irgendeine dieser Stufe 5 Missionen machen, schlage ich vor, kurz einen Abstecher zum Händler zu machen und uns soweit wieder auszurüsten, damit wir für den Zweifelsfall alles dabei haben. Entschuldigung. Ach, immer diese Leute, die einem mitten im Weg stehen. Achso, hier haben wir wieder das Sperrgebiet. Ja, den Dieb habe ich jetzt keine Lust zu verfolgen, ehrlich gesagt. So, wir tragen immer noch die Montur von Belek. Fällt mir gerade ein. Das können wir auch noch eine Folge lang machen. Obwohl ich die gar nicht so toll finde. So, erstmal zum Händler. Alles auffüllen. Ja, mach mal. Alles voll. Wunderbar. Das höre ich gerne. So, und dann holen wir uns noch schnell die Truhe hier ab, wenn es denn geht. Und dann suchen wir uns eine von den drei Stufe 5 Missionen aus. Oh, wie ich mich freue. Ich sehe schon wieder eine überzogene Folge voraus. Habe ich das Gefühl. Stufe 5 Missionen ziehen sich ja manchmal ein bisschen. So, ich glaube, ich muss noch eine Etage höher, oder? Komme ich noch eine Etage? Ah, hier ist ein Treppenhaus. Das ist doch schön. So, ja, lass dich gar nicht stören von mir. Ich wollte nur. Ach, ist hier wieder eine verschlossene. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Flur doch. Ich kenne den Flur. Der ist verschlossen. Na gut, dann lassen wir das sein mit der Truhe. Dann sollte ich mir das aber mal merken. Aber ich merke es mir eh nicht, dass das diese eine weiße Truhe ist hier, die. Verdammt. Hat er mich erwischt? Aber ich habe ihn auch erwischt und zwar tödlich. So. So, und dann gehen wir mal hier rüber zum Gesellschaftsclub und schauen uns die Missionen an. Rempeln wir uns mal hier durch. So, wo haben wir die? Wahrscheinlich noch weiter oben. Ja. Die Missionen sind ja meistens ganz oben. So, was haben wir hier? Der Bourbonenstachel. Die Templer im Rat der 500 im Palais Bourbon eliminieren. Ach, das Palais. Palace Bourbon, da. Wir kennen das Gebäude in- und auswendig von allen Seiten. Den Drahtzieher einer Reihe brutaler Postkutschenüberfälle eliminieren. Aha.
Postkutschenüberfälle gehören für mich mehr in den Wilden Westen, aber okay. Gewalttätige, royalistische. Was ist denn das für ein Wort? Typen daran hindern, die benachbarten Weinberge niederzubrennen. Nehmen wir das doch. Rauchig, doch herzhaft. Klingt lecker irgendwie. Das klingt nach einer leckeren Umschreibung für Schinken oder so. Ja, das machen wir einfach mal. So, rauchig, doch herzhaft. Royalistische Typen greifen benachbarte Weinberge an, um alle einzuschüchtern, die sich nicht ihrer Bewegung anschließen. Geht zu den Anbaugebieten im Süden, beschützt die Weingärten und besiegt die angreifenden Typen. Mach ich. Ich besiege die Typen. Ich muss erstmal irgendwie hier rauskommen. Da ist ein Fenster offen. Was? Nein! Ich wollte nicht die Mission, ich wollte nur aus dem Fenster springen. So. Und dann müssen wir in jene Richtung dort. Dorten. Ich schaue noch gerade, haben wir hier irgendwas unterwegs? Tatsächlich. Da muss ich hin. Verteidigen? Ach so, ich muss den Weinberg verteidigen. Ja, dann nehmen wir doch unterwegs hier noch irgendwas. Wo bin ich? Da bin ich. Dann nehmen wir doch hier die Bokarde unterwegs mit. Die liegt ja quasi auf dem Weg. Ich muss echt mal mehr Zeugs unterwegs mitnehmen, weil einfach ich krieg die Karte nicht leer. Wir sind schon, was sind wir, was ist das? 71. Folge. 71 Folgen und die Karte ist nur noch kein Stückchen leerer, habe ich das Gefühl, als zu Beginn. Ganz im Gegenteil, es kommt immer mehr dazu. So. Euch wollte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich die Bokarde, die genau über euch zu sein scheint. Aber ihr habt hier halt gerade so rumgestanden. Das trifft sich gut. Mit meiner Klinge vor allem. So, kommen wir auf den Baum hier hoch? Machen wir jetzt wieder so ein Spielchen wie vorhin? Nee, funktioniert sogar. Ist ja ein Ding. So, wunderbar. Dann weiter zum Weinberg. Oh, eine Wache. Zwei sogar. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Oh, da brennt was. Sind wir da schon? Ist das schon da, wo ich hin muss? Ja, das ist tatsächlich schon da, wo ich hin muss. Es brennt. Und da stehen ganz viele Menschen. Oh, was soll ich tun? Moment. Ach so, soll ich die alle töten? Sind das die angreifenden Typen? Sneaky mache ich das. Ich mache das sneaky. Ich bin ein Assassine. Ich bin ein toter Assassine. Möchte ich meinen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie auf Zeit geht, weil ich die. Okay, meine Zeit ist abgelaufen. Weil ich die Weinberge vorm Abflammen bewahren muss. Da dachte ich, das wäre vielleicht auf Zeit. Deswegen dachte ich, ich springe einfach mal mitten in die Menge. Das war keine gute Taktik. Und jetzt habe ich auch noch in den Ladebildschirm reingequatscht, weswegen ich den nicht rausschneiden werde. Das tut mir leid. So, machen wir das nochmal, ne? So, Weinberg. Ne, falsche Richtung. Diese Richtung. So, jetzt weiß ich wenigstens, dass die Taktik nicht so gut war. Das hätte ich mir eigentlich auch vorher denken können. So, da ist auch eine Truhe, aber eine verschlossene. Ach, ich bin noch gar nicht so nah dran. Die gehören noch gar nicht dazu. Ja, komm, dann mache ich euch erstmal so. Ich hoffe nur, dass die anderen jetzt nicht direkt dazukommen. Eine Stufe 3 Truhe ist das auch noch. Ja, super. So, jetzt sag mir bitte, dass die Typen nebenan nicht aufmerksam werden. Okay, und dann machen wir das Ganze nochmal in Ruhe. Und in Sneaky. Ah, nein. So viel dazu. So, Kollegen. Euch alle muss ich töten. 13 Typen. Der hier sieht mir ganz besonders gefährlich aus. Den würde ich ja gerne als erstes killen. Ups. Geil, wie er sich umdreht und guckt. Ich kann ihm leider gerade nicht ins Gesicht schießen, obwohl ich es gerne würde. Geht das so? Nee, natürlich nicht. Na toll.
Da kommen sie schon. Ist der jetzt wirklich gerade mir vorbeigelaufen? Verarscht ihr mich gerade? Habe ich jetzt 4 von denen getötet, weil die einfach an mir vorbeigerannt sind? Boah, das geht doch schon mal gut los. Ich krieg das hin. 6 von 13 haben wir schon. Läuft ganz gut. Was soll das alles? Ich sehe auch gerade keinen Timer oder ähnliches. Also es ist nicht so, dass gerade irgendwie ich unter Zeitnot wäre. Von daher ist eigentlich alles gut. So, plündern wir erstmal alles hier, was hier noch so rumliegt. Meine Güte, wie viele waren denn das? Haben wir es jetzt? Ja. So, und dann mal ganz geschmeidig hier... Was nehmen wir denn mal? Die Berserkerklingen wollte ich mal ganz geschmeidig auswählen. Dann schauen wir uns nochmal weiter um hier. Ups. Na, ich wollte da rein. Was tust du denn? Ich würde den ganz gerne mit der... Hallo? So sehe ich nichts. Anno? Was tust du denn? Ich würde gerne auf irgendeinen von denen schießen. Welcher ist mir eigentlich fast egal. Oh nein, das reicht nicht bis dahin. Wie doof. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Ich komme ein Stück näher. Willst du mich verarschen? Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Doch, doch, ich glaube schon. Da, jetzt läuft der Amok. Sehr gut. So habe ich das gern. Ach Mann, ich schieße mal daneben. Irgendeinen muss ich doch treffen. Den habe ich getroffen. Ja, wow. Und noch einen mit Kopfschuss sogar. Ist ja ein Ding. Und ein Reflexschuss noch hinterher. Der andere läuft immer noch amok. Finde ich super. Ups, von da kommen ja auch noch welche. Ja, das war nicht clever. Dum-di-dum-di-dum. Springen wir mal wieder über das Mäuerchen und laufen ein Stück weit weg. Laufen wir hier einmal im Karree. Ups, schau mal an, die kommen ja auch von da. Oh, Wachen! Nee, ich will erstmal weiterlaufen. Lass mich erstmal weiter weglaufen. Dann sehen wir weiter. Da hinten ist auch noch eine Wache. Also ein Extremist. Hier brennt alles. Ach ja, ach komm. Ich habe ja keinen Stress. Oh, hier ist eine Kokarde. Irgendwo. Warum so eilig? Ich würde die Scheiße aus dem Leib. Ich habe da gerade eine ganz spezielle Idee. Moment mal. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das Rad der Zeit und der Fluss Sticks. Ich bin gerade zufällig an der Lösung des Rätsels. Ich denk gerade so, ich stehe im Wasser. Und hier ist ein Mühlenrad. Ja, da haben wir nebenbei noch gerade das nächste Rätsel gelöst. Also die nächste Station des Rätsels, an dem wir gerade dran sind. Ich musste die ganze Sache mal wieder absolut wörtlich nehmen. Dann ist das hier der Fluss Styx, wie es aussieht. Also je nachdem wenigstens in dem Rätsel. Und das Rad der Zeit ist ein Mühlenrad.
Die Idee kam mir auch gerade in dem Moment, wo ich es hier so sehe und im Wasser stehe. Und da habe ich auch gerade schon die Glyphe gesehen. Dann heißt das, wir können, nachdem wir das hier geschafft haben, auf jeden Fall auch das Nostradamus-Rätsel fortsetzen. Gibt's doch nicht. Aber genau so hatte ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt. Deswegen hatte ich das nochmal gelesen in der letzten Folge, glaube ich. Einfach, wenn ich mich dann hier in der Gegend rumtreibe, dass mir vielleicht die zündende Idee kommt, während ich einfach so dran vorbeilatsche. Und so war es dann auch. Also ich muss diese Dinger wirklich richtig wörtlich nehmen. Das Rad der Zeit ist ein Mühlrad und der Fluss ist tatsächlich das Gewässer hier gewesen. Und tatsächlich ein kleiner Fluss ist ja ein Ding. So, jetzt schnappe ich mir den da. Damit haben wir 12 von 13 doch erledigt. Und den einen werde ich jetzt auch noch schaffen. Ah, ist das toll. Es läuft gerade super. Es läuft super gut. Wir machen Fortschritte. Wenn der jetzt nicht noch in meine Richtung gucken würde, wäre das noch viel... Ach, ist egal. Komm, der eine. Ups, ich bin in den Bein gesprungen. So, den einen können wir auch noch enorm offensiv hier erledigen. Ja, wunderbar. Ha! Gesellschaftsclub-Mission rauchig doch herzhaft abgeschlossen. 37.500 Livre. Das lese ich doch gern. Perfekt. So, dann gehen wir direkt mal darüber zu unserer Glyphe, die wir entdeckt haben. Und schauen mal, wie das Nostradamus-Rätsel weitergeht. Ist ja Wahnsinn. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da ist sie. Unglaublich. Übelst wörtlich zu nehmen, mal wieder die Rätsel. Hätte ich gar nicht gedacht. Da habe ich zu weit, ich habe zu sehr um die Ecke gedacht und bin auf den Friedhof gelaufen. So, komme ich jetzt auch irgendwie da dran? Das ist doch die nächste Station, oder irre ich mich da? Kann ich das nicht... Warum kann ich das nicht lesen? Ich will das Rätsel lesen! Hallo? Interagieren? Aha, jetzt geht's. Hinter der Mauer auf der anderen Seite überqueren Seelen die Brücke ins südliche Hinterland. Was? So, ich muss das mal wörtlich nehmen. Irgendeine Mauer und eine Brücke. Hinter der Mauer geht's in die Richtung, geht's in der Richtung noch weiter? Hier, hinter der Mauer. Brücke. Gibt's hier eine Brücke? Hier gibt's eine Brücke. Die nehme ich einfach mal. Oder ich nehme einfach erstmal die Kiste daneben. Die visiere ich mal an. Das könnte es sein, oder? Die Brücke. Schauen wir mal. Hinter der Mauer. Ja, das passt. Da ist auf jeden Fall eine riesige Mauer. Auf der anderen Seite überqueren Seelen die Brücke. Südliches Hinterland. Ja, das muss einfach so sein. Stirb halt. Sehr schön. So, eine Stufe 3 verschlossene Kiste. Ah, das muss ich auch noch lernen. Kisten knacken. Überhaupt müsste ich mal wieder in meine Fähigkeiten reinschauen, was ich da noch so lernen kann. So, komme ich hier auch so einfach irgendwie über die Mauer drüber, oder? Nee. Nee. Ach komm schon, als ob du dich nicht da oben festhalten könntest. Muss ich wahrscheinlich über dieses Gebäude... Können wir nicht darüber? Ich will darüber... Ach so, das ist ein Stachel vorm Fenster. Das ist natürlich schlecht. Dann geh doch mal da rein. Geh doch mal da rein. Geh doch mal da rein. Arno. Dummes Kind. So. Musste mal gesagt werden. Kann ich jetzt hier irgendwie drüber? Nein, hier ist oben zu. Komme ich da überhaupt drüber?
Über die blöde Mauer ist das überhaupt... Ja, natürlich ist das noch Spielgebiet. Das sind ja auch Truhen. Ich muss da ja irgendwie rüberkommen. Alter, ich komme mir verarscht vor. Komme ich hier oben nicht irgendwie raus? Sind hier noch irgendwelche offenen Fenster oder so? Ja, aber zur falschen Seite. Die sind alle zur falschen Seite. Huh, so komme ich nach oben. Oh, da geht's noch weiter nach oben. Das sieht doch vielversprechend aus. So, und jetzt müsste ich doch über das Mäuerchen hüpfen können. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich in die richtige Richtung... Ja, genau. In diese Richtung wollte ich über die Mauer. So, wenn wir jetzt noch irgendwie da runter kämen, fände ich das toll. Wunderbar, dann holen wir uns schnell die Kiste da drüben. Und dann war hier neben die Brücke... Ja, da ist sie ja schon. Die Brücke. Da glitzert was. Da leuchtet was. Jawohl, ja. Sehr gut. Interagieren. Oh, das war's schon. Ahaha, geil. Nostradamus-Rätsel Jupiter haben wir auch noch gelöst in dieser Folge. Ja, das war doch mal übelst erfolgreich. Wir haben ein Nostradamus-Rätsel und eine Stufe 5-Mission erfolgreich gelöst. Jetzt werfe ich nochmal einen Blick auf die Karte. Genau, weil hier nämlich noch eine Kiste war hier unten, ganz im Süden. Die nehme ich jetzt noch ganz schnell mit. Und dann, ich weiß nicht, können wir das vielleicht beim nächsten Mal machen? Muss ich mal schauen, auf jeden Fall jetzt erstmal noch die Kiste hier. So viel Zeit muss sein. Dann haben wir nämlich ganz hier unten die Kisten auch weg. Das fände ich großartig. So, hier sind jetzt hoffentlich keine Wachen. Nee, sieht mir nicht so aus. Recht ruhige Gegend hier unten. Obwohl, da kommt gerade was Rotes auf der Karte. War das über mir, oder? Nee, da hinten. Ja, ist egal. So, ich beende damit dann mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir waren, wie gesagt, sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass es auch erfolgreich weitergehen wird. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage, macht's gut und bis dann!